gut, da sind wir wieder. Wir setzen das Ganze fort. Wir haben diese Kleinen hier, die würde ich ganz gerne relativ schnell ausschalten. Das sind diese Ninja-Wüter. Ich lasse mal die Startaufstellung, aber die Startaufstellung lasse ich nicht ganz gleich. Dich würde ich ganz gerne diesmal irgendwie mehr in Sicherheit gerne wissen. Deswegen gehst du hier hin. Ansonsten bleibe ich mal dabei. Du, mein lieber Freund. Oh ja, gehst direkt da rein. Und gibst hier gleich mal einen trennenden Schlag ab. Ich glaube nicht, ob die anderen auch noch Auswirkungen hat. Jawohl. Der ist tot. Du nervst auf jeden Fall, kann man schon mal sagen. Du gehst hier hin. Schmerzbrief, vergesse wieder Rüstungsschaden an Ziel. Plus 1 Vergeltung pro eine Runde. Was immer das auch bringen mag, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich brauche was Vergeltung nochmal ist. So, du fliehst. Ablenken. Okay, sehr gut. Du kannst ihn attackieren. Oder, du kannst ihn noch nicht attackieren. Wenn du dahin gehst, wenn du hierhin gehst, kannst du ihn attackieren. Wenn du hierhin gehst, nicht, dann geh doch mal dahin. Maximale Reichweite. Warte mal, Brandschlag ist gut. Ach, passt nicht. Ah, zu weit entfernt. Noch. Dann greifen wir an. Ruhig auf die Rüstung, warum nicht? Ich glaube, diesen Kampf kann ich ganz gut gewinnen hier. Noch bin ich mir relativ sicher. So, mein Großer ist dran. Der kann schon hier richtig Dampf machen. Und ihn erstmal gleich aus dem Verkehr nehmen. Ja, komm, machen wir das Ganze. Nein! Angriff. Und ab geht er. Tschüss. Sehr angenehm. Er läuft weg. Er kommt ran. Aua. Gut, du könntest ihn jetzt pieken. Ganz hinterrücks. Mach's einfach mal. Und zwar gleich mit 2 Stärkepunkten mehr. 5 Punkte Schaden. Ist schon richtig geil. So, der Ludin. Könnte ihn attackieren. Könnte er nicht, weil es dann. Genau, wenn ich mich hier hinbegebe, wäre es das Dümmste überhaupt, wenn ich einen Willenskraftpunkt verschwende und könnte ihn trotzdem nicht angreifen, weil ich nur diese Felder angreifen kann, die direkt neben mir sind. Das heißt, du gehst dorthin und wirst ihm wieder seine Willenskraft auffrischen. Ist okay, Ludin kriegt ein bisschen Schaden, ist nicht so dramatisch. Wenn wir uns hier hinstellen, hauen wir dich kaputt. Ja, warum nicht? Ein nach den anderen. Ciao, tschüss. Ein kleines Massaker hier. Nein. Oh Gott, die ist schon wieder verletzt. Na gut. Ja, du läufst eigentlich die ganze Zeit nur hinterher. Kannst nicht viel machen. Passiert. Zug beenden. Müssen so ein bisschen auf Ludin aufpassen. Mein Großer, du könntest ihn kaputt hauen oder ihn. Stell dich mal dazwischen. Mach doch mal Wirbelwind einfach. Wunderbar. Nimmst du einen Moment, um das Schlachtfeld zu begutachten, der Gegner wird weit zurückgedrängt. Diese Gelegenheit könntet ihr nutzen, um euch zurückzuziehen und den Kampf... sehen, das haben wir schon. Nein, ich töte noch ein paar auf der Flucht. Warum nicht? Ihr greift alle Wüter an, die immer noch tapfer genug sind, euch entgegenzutreten. Es sind also noch 3. Ludin könnt ihr direkt angreifen. Warte mal, wie viel Lebensmittel hast du eigentlich noch? Du hast noch 10, aber das ist nicht so viel Rüstung. Deswegen ziehe ich lieber erstmal zurück. Und bleib da. Der Kleine ist unterwegs. Okay, du. Du hast 3 Willenskraft, du hast 3. Okay, dann geh doch schon mal dorthin. Wie viel hast du selbst noch? Du hast noch 4, das passt doch ganz gut. Und gib ihm ein bisschen Willenskraft, weil du so ein bisschen weit hinten bist. Ah ja, du fängst schon an zu nerven. Gut, mein Großer ist dran. Der kann sich gleich mal hier hinstellen. Und gucken, wen er von euch beiden töten möchte. Vielleicht. Hä, wieso kannst du dich angreifen? Ach doch, 6. Oder dich. Ebenfalls 6. Nee, nimm mal ruhig mal dich. Zack, mein Freund. Jetzt hast du natürlich ein bisschen behagt, aber das wirst du überleben, mein Freund. Wie lange hast du eigentlich noch? 12. Naja, gut. So, du könntest ihn vermutlich töten. Wieso kann ich jetzt nicht mehr sehen, wie viel Schaden ich mache?
Ja gut, geh schon mal dorthin. Du kannst ihn nicht töten, das ist natürlich sehr unangenehm. Dann mach ihn Schmerzbringer. Und zieh dir ein bisschen Rüstung ab. Okay, jetzt musst du langsam mal ran. Aber du wirst keinen angreifen können. Ah, das ist ärgerlich. Dann geh deinen normalen Zug. Und in der nächsten Runde wirst du angreifen können. Zug beenden. So, der Ludin muss, glaube ich, ein bisschen Willenskraft aufbringen langsam mal, um überhaupt am Kampf teilnehmen zu können. Geh mal dahin. Ja, ja, Zug beenden. Okay, er kriegt da so ein bisschen Probleme hier. Du kannst aber, glaube ich, schon angreifen, oder? Nee, weil wenn du hier hingehst, könntest du... Nee, Peter, über einfach ihn so ein bisschen rücken. Ist auch nicht schlecht. Zack. Ja, immerhin 2 Punkte. Besser als nichts. Okay. So. Wenn ich angreifen würde... Habe ich irgendwie ausgeschaltet, dass ich jetzt den Schaden sehen kann? Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht mit Tap. Tap ist immer gut. Ah, das ist... Tap ist zu viel. Tap ist viel zu viel. Trennender Schlag ist auch nicht gut, weil ihr alle drei so weit entfernt steht. Gut, warte mal. Wie hast du denn noch? Du hast 2. Wahrscheinlich würdest du sterben. Du würdest ein bisschen Schaden bekommen. Und du würdest auch ein bisschen Schaden bekommen. Du könntest aber auch von ihm getötet werden. Das ist kein Problem. Deswegen würde ich einfach mal dir ein bisschen Schaden geben. Oder Rüstung nehmen. Auch okay. Und dann lasse ich gleich mal zurückziehen. Wie hast du eigentlich noch? 6. Ja, genau. So, du wirst wahrscheinlich jetzt sterben. Okay. Gibt's Alternativen? Nicht so richtig. Dann stirb. Okay, 1 Punkt. Hast du noch 5, glaube ich. Du gehst jetzt gleich mal hier hin. Und lässt ihm mal ein bisschen das fürchten, würde ich sagen. Angriff. 9. Oder 10. Ich würde sagen, 10 ist besser. Okay. Mein Anführer muss ich langsam mal zurückziehen. Du gehst mal irgendwie... Ja, weiß nicht, dazwischen. In der Hoffnung, dass du bald mal am Kampf teilnehmen könntest. Und wartest da. Ja, du gehst hier hin. Nee, warte mal. Du gehst lieber da. Da kann ich den Großen noch mit rein. Und piekst ihn mal ganz kräftig. Piekst ihn, meine ich. Den da. Kannst du bitte... Ach, oh Gott, ich habe mich falsch hingestellt, weil du ja Schwerträger bist. Ich ging jetzt wirklich idiotischerweise davon aus, dass du Ludin bist. Das war vielleicht dämlich. Naja, vielleicht kannst du ihn noch ein bisschen... Dir kannst du noch ein bisschen Willenskraft geben. Genau, du hast nämlich nichts mehr. Okay. Wie viel hast du noch? Du hast noch 4 Lebenspunkte. Nee, ganz ehrlich, zieh dich mal zurück. Ist sicherer. Und bleib so. Du nimmst deine Position ein und blockierst damit auch gleich den Weg. Und haust noch ein bisschen auf ihn ein. Komm, 2 Rüstung. Okay, du fliehst. Das ist natürlich ärgerlich. Dann lauf mal hinterher. Zug beenden. Ah, Ludin kriegt Schaden. Okay. Willst du dich gleich rächen, Ludin? Na komm, mach das mal. 2 Willenskraft leider. Angriff. Wow, das bringt rasch gar nichts, aber ein bisschen Rüstung. Gut. Ich kann dich trotzdem angreifen. Angriff. Jetzt gehen wir langsam mal auf deine Stärke. Ah, ich hätte Willenskraft nehmen sollen. Egal. Du, ja, bleibst schön hinten. Und ruhst dich da aus. Ja, du kannst da nirgendwo ran. Das ist natürlich sehr unangenehm. Dann hole ich einfach nur so aus. Und du, mein lieber Freund. Reichen 6 Punkte? Oh ja, oh, locker. -2 Kämpfer. Die Feinde sind getötet worden. Wir haben keinen großen Verlust erlitten. Eine Verletzung habe ich erlitten. Das ist, glaube ich, die Hexe gewesen. Die wurde von den Kleinen irgendwie, von den Leuten, die mit diesen komischen Kugeln da um sich werfen, wurde die attackiert. Plus 14 Ansehen, war sehr gut. Wie gesagt, diesen Weiterknopf hätte ich gerne bei so manchen Dingen. Was in aller Welt sind das denn für welche? Staunst du, als du die ungewöhnlichen Schleuderer der Wüter siehst? Niemand weiß es. Ohne Warnung stolpert eine derangierte, halbtote Schlacke aus dem Unterholz und stürzt sich auf den Vox vor dem Schatzwagen. Die überraschten Wale ziehen die Waffen, doch schon rutscht der große Metallwagen ab. Ein tiefes Grollen ertönt, der Wagen wird aufgehalten.
Es ist bereits viel zu nah an der, er ist bereits viel zu nah an der Klippe. Der verwirrte Jox baumelt im Geschirr über den Abgrund. Auf ihn klammert sich der Wüter fest. Gudulf ist es, der gerade den Absturz verhindert. Seine eine Faust hat mit weißen Knöcheln in den Wagen gepackt, die andere umschlingt einen Baum. Gudulf sagt, dass er loslassen soll. Versuchen Gudulf beim Hochziehen zu helfen? Versuchen den Wüter abzuschütteln. Welchen Wüter? Ich versuche ihm zu helfen. Du packst den Wagen und ziehst. Ihr habt kaum Boden gut gemacht, als Gudulf unfreiwillig den Baum entwurzelt. Mit fürchterlicher Gewalt wirst du zum Abgrund gezerrt. Loslassen und Gudulf befehlen, dasselbe zu tun. Ja, genau. Mit einem Schrei, als hättest du ihr ein Messer in die Rippen gestoßen, statt ihm einen Befehl gegeben, lässt Gudulf den Wagen los. Dieser ist im Nu verschwunden. Geraume Zeit später hörst du es weit unten krachen. Am Fuß der steilen Klippen, zahllose Klafter tief, ist der Schatzwagen zu einem gefrorenen Feuerwerk aus Gold, Kostbarkeiten und den Überresten von Jox und Wüter zerborsten. Das war ein teurer Fehler, knirscht Ubin. Du fragst dich, warum der Wüter eigentlich über den Jox hergefallen ist. Denn dann wird dir klar, dass das größere Problem augenblicklich in den Schatz besteht, der am Fuß der Klippe verteilt liegt. Den Schatz vergessen, jetzt ist es an der Zeit zum Anhalten. Schnell zu bergen versuchen, was möglich ist. Entscheide du, Ubin. Versuch den Schatz zu verbergen und später zurückzukehren. Einige war hier lassen, die den Schatz einsammeln und nach Strand zurückkehren. Nein, sie wollen es damit aufhalten und teilen. Das war ganz klar. Das war ein sehr guter taktischer Schachzug von denen. Ich versuche schnell zu bergen, was möglich ist. Ihr sammelt Ideen, wie der Schatz zu bergen sein könnte. Alles schwierig und zeitaufwendig. Schließlich kommt ihr überein, einen Mann in das Tal abzuseilen. Er wird ein paar Wertsachen bergen und den Rest verstecken. Ihr habt das Problem, dass ihr die Sachen nirgends aufbewahren könnt und nichts habt, um sie zu ziehen. Selbst wenn ihr sie bergt. Tags darauf zieht ihr weiter, ohne die viel vom Schatz zurückerlangt zu haben. Ach, Mist. Sehr ärgerlich. Aber gut. Oh, 27. Tag schon. Am Götterstein wird irgendwas passieren, bestimmt. Oh, schöne Musik. Ganz hervorragend. Der Götterstein sieht aus, als wäre... Okay. Die Karawane macht eine kurze Rast unter den Göttersteinen. Die Krieger sind froh darüber und der Stein vermittelt euch das tröstliche Gefühl von Geborgenheit. Den Leichen, die unter ihm liegen, hat allerdings nicht geholfen. Die Erde um den Göttersteinen herum ist verkohlt, als habe es einen Kampf gegeben. Kaufleute, keine Güter. Dengere ist von diversen Gütern umgeben. Ein Fass Met unbekannten Alters, losen Silber, einer Statue aus Speckstein, Opfergaben für einen toten Gott. Die Toten und ihre Opfergaben in Frieden lassen. Die Opfergaben in Frieden lassen, aber nach dem Schwager des Kaufmanns sehen. Ja, genau. Ein Glitzern inmitten des Leichenbergs zieht deinen Blick an. Du findest eine goldene Halskette mit 5 Ringen unter einem Wams. Der Tod ist der Schwager des Kaufmanns. Er hat es wohl nicht geschafft, murmelst du. Halskette nehmen und sie zurück, um sie zurückzugeben. Ja, genau. Du wirfst Mogren die Halskette zu und sagst ihm, dass er auf sie aufpassen soll. Wenn irgendwer vertrauenswürdig ist, dann er. Plus 10 Ansehen. Wie auch immer sie darauf gekommen sind, dass ein Götterstein Sicherheit bedeutet, grummelt Mogren. Wir sind hier völlig exponiert. Wenn wir rasten wollen, sollten wir es woanders tun. Die Götterstein untersuchen, ja, warum nicht? Dengere gehört immer zu den Lieblingsgöttern der Menschen. Er war der Gott der guten Geschicke. Der guten Geschicke, so rum. Angeblich brachte er Glück, Wohlstand und was immer sonst man wünschte, aber nicht erlangen konnte. Das Wort Geschick hat einige Bedeutungen. Schließlich zieht er weiter. Tja, ja. Es ist echt ein schöner Anblick, sehr erhebend. Kann einen so ein bisschen Trunks geraten lassen, diese Leute beim Marschieren so zu sehen. Mein Banner wird immer länger wahrscheinlich. Und wir gehen weiter. Ich würde aber vorschlagen, dass wir am Tag 28 gleich mal Rast machen. Oder vielleicht machen wir diesen kleinen Wäldchen hier Rast. In der Hoffnung, dass wir hier etwas geschützter sind vor dem Wind und vor möglichen Angriffen. In der Ferne siehst du Rauch über den Bäumen aufsteigen. Wüter sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie Feuer legen, kommentiert Mogel, aber man kann damit ihre Aufmerksamkeit erregen. In den großen Kriegen haben wir solche Feuer benutzt, um sie zu lenken. Ja, aber nach einer Weile sind sie dahinter gekommen, wirft ein anderer Krieger ein. Es könnte auch jemand sein, der unsere Aufmerksamkeit erregen will, macht Fasold geltend. Auf diesen Weg wurden die andere Gruppe aus Schild geschickt. Wie man es auch dreht und wendet, wird Zeit kosten, sich Leid zu verschaffen. Zu riskant, weitergehen? Wir gehen selbst nachgehen. Die Kampfgeräusche vor euch lassen euch das Unterholz preschen, euch durch das Unterholz preschen und bei ihr toten Waren und Wütern ausweichen müsst. Ihr geratet eine Szene des Gemetzels. Zahlreiche Waren sind von Wütern umzingelt. Erklärungen müssen warten. Auf in den Kampf. Okay, dann halt auf in den Kampf. Bei der Reihenfolge bleibe ich erstmal. Ich wollte euch mal... ich hätte wirklich rasten sollen. Ich bin doch einfach dumm. Okay, das ist mal wieder ein Kämpfchen.
Du bist, sollst auf keinen Fall alleine wieder rumlaufen. Das war, ist nämlich echt keine gute Idee. Ich glaube... Ich werde es anders machen, genau. Ich werde dich da hinstellen als Tank. Ich würde ganz gerne erstmal den großen zuerst ausschalten hier. Den da. Dann dich dahin, um gleich mal ordentlich Schaden zu machen. Du fällst ihm in die Flanke. Du... Warte mal. Du gehst erstmal dahin kurz. Du, mein lieber Freund, gehst hier hin. Du gehst dorthin. Und du bist, glaube ich, hier am sichersten. Bereit. Du bist zuerst dran. Wunderbar. Ein Punkt Schaden ist echt nicht viel. Egal. Wir gehen hin. Trennen der Schlag und tun, was wir können. Auf dich. Mit allem, was wir haben. Du stehst nämlich schon in der Mitte gerade. Jetzt hast du natürlich viel Schaden einstecken müssen. Ach Gott, du stehst natürlich genauso, dass... Ah, das war relativ dumm, dieser Zug von mir. Dann geh halt dahin. Mehr kannst du ja nicht machen. Okay. Wenn du hierhin gehst, könntest du auf ihn schießen. Schon mal, das ist eine gute Idee. Oder du nimmst Schlacke. Aber Schlacke ist nicht gut, weil dann triffst du ihn wieder mittlerweile mit. Warte mal, wenn man hierhin geht, geht das noch? Ja, hier kannst du ihn auch treffen. Wunderbar. Auf ihn schießen, auf die Rüstung. So viel wie geht. Drei Punkte weg, ist gut. Okay. Das war interessant. So, wenn du hierhin gehst, kannst du ihnen einen Punkt Schaden geben. Aber du kannst auch hier einen Whirlwind einsetzen. Das ist auch eine coole Idee. Oder wir hauen ihn erstmal um. Ich glaube, wir hauen ihn erstmal um. Warum? Wenn wir einen Whirlwind einsetzen, hauen wir dich doch sowieso um. Dann machen wir das doch einfach. Whirlwind. Geht nicht. Dann einfach an... Ah, verdammt. Na gut, dann greife einfach so an. Auf... Oh Gott, das war vielleicht ein dämlicher Zug. Whirlwind bekommst du gerade nicht so rein, dieses Feld. Das ist natürlich richtig dämlich gewesen gerade. Na gut. Wir lernen durch Schmerz. Ich greife dich an. Auf deine Rüstung. Was bleibt mir anderes übrig? Ich mache natürlich auch noch ohne Willenskraft, weil ich so unglaublich clever bin. Setz mehr Stärke ein. Oder mehr Willenskraft ein. Völlig zu Recht. Du könntest ihn pieken. Du könntest aber ihn pieken oder fast töten damit. Warte mal. Und ihm machst du nur einen einzigen Punkt Schaden. Das ist nicht viel. Weißt du was? Töte doch einfach erstmal den da. Ludin. Mit einem Angriff und einem Willenskraftpünktchen kannst du nicht. Na gut, dann mach einfach so. Noch einen Willenskraftpunkt. Genau. Und der ist schon mal passé. Wunderbar. Der läuft hinterher. Kann nichts machen. Du könntest hier hingehen einen Punkt Schaden verursachen. Das ist ja richtig toll. Hat jemand gerade viel zu wenig Willenskraft? Ja, du. Aber das zählt nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Dann ist das wohl die beste Lösung, weil ich hier wirklich einfach mal ein paar Punkte Schaden verursache. Auch wenn es nur auf die Rüstung ist. Ich habe schon wieder zu wenig Willenskraft genommen. Ich nutze sie viel zu selten. Ich klicke zu schnell. Das ist, glaube ich, mein Fehler. So. Du könntest ihn jetzt angreifen. Ja, mach das mal. Mit möglichst viel Schaden. Der muss nämlich weg. Wunderbar. Ja. Er gibt mir das gerne zurück. Du wiederum. Du wirst mal richtig schön niedergehauen, mein lieber Freund. Angriff. Oh, warte mal. Mach einfach mal einen normalen Angriff. Weil wenn du gleich einen Wirbelwind einsetzt, wirst du viel Schaden machen können, glaube ich. So, du könntest ihn angreifen. Geh mal dahin, da kannst du auch ganz gut angreifen, glaube ich. Wenn du hier Schlacke einsetzen würdest, könnte gleich auch die beiden getroffen werden. Aber ich glaube auch du und du. Das ist also nicht so gut. Also wirst du weiterhin aus dem Hintergrund schießen. Warte mal, du wirst sowieso sterben. Du wahrscheinlich auch, du aber nicht. Na gut, dann greife ich dich an. Auf die Rüstung. Und zwar drei Punkte. Ich hoffe, dass er mal dran ist, mein Berserker. Er greift meine Bogenschützen an. Zu Recht. So, mein Berserker ist dran. Wundervoll. Wie wäre es, wenn ich mal ordentlich wirbel?
Ja, lass ruhig bei dir beginnen. Mit allem, was ich habe. War schon mal nicht schlecht. Ablenken, wundervoll. Du könntest einen Punkt Schaden kriegen. Du könntest 5 Punkte Schaden bekommen. Und das war's. Warte mal, wenn ich dich jetzt töte, wirst du niemand wieder angreifen können. Das ist natürlich auch Quatsch. Das heißt, ich gehe mal hier hin. Und versuche, warte mal, aufspießen, genau. Naja, ging so. Ah ja, er prügelt als Seite und verändert damit das ganze Schlachtfeld. Interessant. Du wirst sie mal ein bisschen entsetzen müssen. Angriff 3 oder besser 5. Okay, du bist dran. Ah, wunderbar. Okay, wenn ich mich hier hinstelle, mal gucken, was ich hier bewirken kann. Ich hau dich kaputt. Oder ich hau dich kaputt, du bist auch schon, wir sind alle fast tot. Ja, ist eigentlich egal. Warte mal, du hast noch so viel Rüstung, deswegen hau ich dich einfach mal kaputt. Ja, ich brauch keinen Willenskraft dafür. Zack, weg ist er. Du hast noch ziemlich viel Rüstung. Du hast keine Rüstung mehr praktisch, aber du hast ziemlich viel Stärke noch. Interessant, gut, dann wirst auch du jetzt sterben, mein Freund. Aber vielleicht gehe ich vorher noch eine bessere Position, damit ich den gleich danach angreifen kann, nötigenfalls. Du hast noch 5, du hast noch 2, ach, brauche ich gar nicht. Dann gehe ich einfach mal dahin. Und haue dich nochmal. Tschüss. Da waren es noch 2. So, du wirst den Kampf gegen ihn hoffentlich gewinnen. Warte mal, geh doch mal dahin. Und schieß einfach auf ihn. Ruhig auf die Rüstung. Bevor du wieder verletzt wirst. Okay, er hat langsam nicht mehr, meint nicht mehr viel Stärke. Du wirst einfach jetzt... Oh, ein Punkt. Bitte trifft das. Jawohl! 60% ist völlig in Ordnung. Pilch ist dran. Du kriegst viel Schaden, das ist in Ordnung. Du bist ein Speerträger und kannst auf dieses Feld angreifen. Wunderbar. Tschüss, mein Freund. Und Ludi bekommt einen Kill. Wundervoll. Plus 1 ansehen. Ah, sehr schön. Sehr erfolgreich. Harkon ist bereit für eine Beförderung. Wir bekommen ordentlich Ansehen. 7 ist cool. Kann man gleich die Beförderung mitnutzen wahrscheinlich. Nach dem Kampf legt ein Wahl seine Axt weg und steckt sich eine Pfeife an. Harkon, grüßt er dich. Wie gut, dass du unser Signal gesehen hast. Er erklärt, dass sie aus Schild kamen und umzingelt wurden. Sie erblickten euch in der Ferne und entfachten ein Feuer, damit ihr bemerktet, das Risiko eingehend, dass auch die Wüter sie bemerken. Nun beachtliches Kommando die Reihen deiner Karawane. Ich schätze mal, du füllt ein beachtliches Kommando in die Reihen meiner Karawane. Okay. Plus 280 Wahl. Wunderbar. 29. Tag. Ich errichte ein Lager. Auch, weil ich einen Schnitt langsamer machen müsste. Und guck mir kurz meine Heroes an. Ist da noch jemand verletzt von euch? Das sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Oh, guck mal, kann ich mal vielleicht mal Berzi einsetzen, würde ich nämlich gerne mal sehen. In der nächsten Folge würde ich ganz gerne mal meine Leute etwas steigern und gucken, was das noch so hier ergibt. Ob man vielleicht noch irgendwas Cooles machen kann, also vielleicht noch ein paar Kämpfer austauschen kann. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder, das heißt nächsten Donnerstag wieder. Ich weise aber auch hier auf diesen Let's Play schon mal darauf hin, dass mein Computer gerade derartige Macken macht, dass ich möglicherweise, dass möglicherweise kurzfristig keine Folgen kommen, weil irgendein Hardware-Teil bei mir ausfällt, wahrscheinlich die Grafikkarte. Also sorgt euch nicht, falls zufälligerweise keine Folgen kommen, aber ich tue mal Möglichstes. Und am Ende des Monats wird es wahrscheinlich dann... oder Anfang nächsten Monats oder Mitte nächsten Monats wird es wahrscheinlich dann einen neuen PC geben, früher als erwartet. Ich werde möglicherweise noch ein Infovideo dazu raushauen. Nur schon mal zur Vorinfo, das mal als kleiner Teaser. Wir sehen uns also hoffentlich nächsten Donnerstag. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.